Jo, zudem ho, meine Freunde, VP Monix ist mal wieder back in the biz, hier auf dem VP Clan Channel. Und im Hintergrund seht ihr eine 76er Gunstreak von den VP Flexer spielt. Und ja, wir haben heute so ein kleines Commentary, was wirklich zum Nachdenken anregt. Und da das nicht so leicht durchzunehmen ist, habe ich mir Unterstützung geholt, und zwar den VP Frogs. Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer VP Frogs, der Frosch der COD-Szene. Und wir werden heute reden über Vorurteile gegen Gamer. Jo, also fangen wir direkt mal mit dem ersten Vorurteil an, was man auch wieder oft hört, und zwar Gamer sind potenzielle Amokläufer. Und ja, fängst du mal direkt an? Also, es wird ja oft in Nachrichten, Beiträgen erwähnt, dass diese Person, die diesen Amoklauf gemacht hat, Computerspiel oder im Videospiele gespielt hat, wie Counter-Strike und so. Und dass dieser Faktor dazu führen kann, dass jemand einen Amoklauf machen kann. Es kann vielleicht anregen, aber man macht bestimmt keinen Amoklauf, wenn man zu viel Counter-Strike, COD oder so spielt. Da müssen mehrere Faktoren da sein, wie, keine Ahnung, familiäre Probleme, Ja, also das gleiche Behinderung. denke ich halt auch. Geistliche Behinderungen, Ja. Mobbing, was weiß ich. Also ich bin da Also. ganz deiner Meinung, also nur wegen den Spielen jetzt einen Amoklauf zu starten, ist schon mal Schwachsinn. Wie er schon sagte, das sind jetzt halt mehrere Faktoren, die zusammenspielen, wie zum Beispiel Mobbing oder familiäre Probleme. Oder ich finde sogar, das hat so einen leichten Touch von Fetischismus. Das heißt, der Typ muss es richtig lieben, jemanden in einem Computerspiel wegzuballern, und übersetzt es dann auch direkt ins Real Life. Und ich finde das total lächerlich, dass das jetzt auf die ganzen Gamer bezogen wird. Denn hier schert man wieder jeden Gamer über einen Kamm, und das ist einfach nur lächerlich. Und ja, die erste These haben wir jetzt schon mal widerlegt. Kommen wir direkt mal zur zweiten These oder zum zweiten Vorurteil. Und zwar, Gamer sind ungepflegt. Ja, also Gamer sind ungepflegt, wird ja oft in, keine Ahnung, Interviews gezeigt, dass die sich eben diese Leute, die eben ungepflegt sind oder und eben sich nicht gepflegt anziehen, dass die eher gezeigt werden als ein normaler Mensch, der Videospiele spielt. Das wird dann eben auch eben künstlich aufgeputscht von den Medien, dass Gamer ungepflegt sind, obwohl eigentlich der größte Teil davon gar nicht ungepflegt ist. Ja, also es ist wirklich so, da bei irgendwelchen Interviewen wird irgendein Typ hingestellt, am besten noch mit Brille und Fett oder was weiß ich, auf jeden Fall richtig krasse Klischeesache. Die werden da halt hingestellt und interviewt, und keine Ahnung, das sind die perfekten Klischee-Leute, aber ich kann euch sagen, wie es ist. Wir sind nicht so, also wir pflegen uns, wir waschen uns, wir, keine Ahnung, wir putzen uns Zähne, wir sind vom Gesicht her richtig gepflegt, und das ist wie so die erste Sache. Hier wird wieder jeder Gamer über einen Kamm geschert, und ja, teilweise hat da die Med haben da die deutschen Medien oder generell die Medien so dran schuld, dass wir halt so dargestellt werden, als wären wir fett, hässlich und tragen eine Brille. Ungepflegt. Ja, Lange genau. Haare, fettige Haare, Richtig, richtig. Also ich finde, dreckige T-Shirts. ja, also dieses Vorurteil haben wir jetzt auch wieder gut widerlegt, und kommen wir zum letzten Vorurteil, und zwar Gamer haben keine Freunde. Und dazu kann ich jetzt sagen, also ich zocke jetzt seit ungefähr 2 Jahren COD, und davor habe ich richtig guten Kontakt gehabt mit meinen Freunden, und der Kontakt besteht jetzt immer noch. Also es hat sich gar nichts verändert an den ganzen Kontaktsachen. Ich gehe jetzt immer noch richtig oft raus mit meinen Kollegen. Ich besuche meine Kollegen richtig oft. Meine Kollegen kommen auch richtig oft zu mir, und wir spielen da manchmal zusammen. Wir machen auch manchmal gar nichts, was mit Zocken zu tun hat. Wie gesagt, wir gehen raus, gehen mal in Clubs, dies, das, aber mit Zocken haben wir meistens, wenn ich mit Kollegen so unterwegs bin, nicht wirklich was am Hut. Und ja, jetzt kannst du noch weiter erzählen. Also, es können ja auch Freundschaften erschaffen werden durch Internet und all sowas. Es werden bestimmt auch Internetfreundschaften, ich meine, Freundschaften zerstört durch Spielen, dass du diese Person vernachlässigst oder so. Aber viele Real-Life-Freunde, die spielen auch. Und durch den bin ich auch erst so durch Spielen gekommen. Also. Das ist ausgewogen.
Ja, also bei mir war es genauso. Ein Kumpel von mir, wir haben angefangen mit der PSP, wer sich daran erinnert. Also ein Kollege von mir hat sich die PSP geholt und ja, dann habe ich so nachgezogen und ja, ich habe mit der PSP angefangen, Freunde. Und auch nur durch meinen Real-Life-Kollegen bin ich ans Zocken gekommen. Deswegen würde ich nicht eher sagen, dass Gamer haben keine Freunde, sondern ich würde eher sagen, Gamer machen Freunde oder so, weil das passt eher. Und ja, diese Klischees haben wir jetzt eigentlich schon relativ gut widerlegt und auch richtig gute, sag ich mal, Sachen gebracht, die dagegen sprechen, gegen diesen ganzen Vorurteilsmist. Und ja, gut, Freunde, das sollte jetzt erstmal zum Commentary gewesen sein. Wenn euch das Video unterhalten konnte, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wer auch mal auf meinen Kanal vorbeischauen möchte, Link natürlich unten in der Beschreibung und ich übergebe das Schlusswort an den Frogs. Jo, danke Leute, dass ihr zugehört habt. Das war jetzt mein erstes Commentary, was ich hier gemacht habe. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Wäre aber uncool, wenn ihr das machen würdet, weil hoffentlich schreibt ihr was Gutes in die Kommentare. Ja, es hat mir gefallen und tschüss. Haut da rein. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart.